Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Real-Talk und sonstigen Kram, den ihr auf Twitch eigentlich exklusiv rausballer. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall mal diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Folgt mir ebenso auf Twitch, alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung, nichts mehr zu verpassen. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr meinem Zweitkanal auf jeden Fall ein Abo schenkt. Lasst uns bei der Revi-Gang ganz schnell die 100k voll machen und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao! Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier. Wir haben uns hier gemeinsam versammelt, um heute folgenden Preis zu verleihen. Die goldene Sandale, meine Freunde. Ja, einen der Preise, der tatsächlich in der kompletten literarischen Welt und auch in der Kulturregion Deutschland als einer der erlangenswertesten und erstrebenswertesten Preise gilt. Wir haben heute hier bei uns im Studio... Ja, ganz viele verschiedene Kandidaten, ganz viele verschiedene Nominierte. Wir hatten auch die ein oder andere, nun ja, wie soll ich sagen, musikalischen Akt eingeplant. Leider Gottes ist der musikalische Akt verhindert, aber wir haben ein wunderschönes Intro, tolle Medien, die wir hier haben und ich glaube, dass wir gemeinsam einen wunderschönen Abend hier erleben können. Ich bin ihr Host, extra hier im Smoking, im Anzug, meine Freunde und ja, jetzt sehe ich hier gerade schon im Live-Feed, du, ganz ehrlich, verleih den Preis doch an dich selber. Das ist vielleicht gar nicht mal so unüblich, denn ich bin ehrlich, meine Freunde, der ein oder andere wird es vielleicht schon wissen, ich selbst bin natürlich auch in verschiedensten Kategorien hier nominiert. Gehen wir mal ganz kurz die Kategorien durch hier im Studio, meine Freunde. Wie ist die Stimmung zu Hause? Gut, beginnen wir mit der ersten Kategorie, der Most Alman Look 2018. Nominiert sind unter anderem Revi, Trimax, Jero, Domtendo, Dena, Evive, Pete's Meat, Oscar, Hell Newstime, Mr. Trashback, Hello Sky Guy und Marcel Scorpion natürlich. Wir werden uns natürlich dann auch die einzelnen Nominierten später im Genauen nochmal anschauen. Wir werden gleich auch das Almanometer nochmal zurückgreifen, welches wir natürlich auch haben, um ausdrücken zu können, wie hoch der Grad an Almanigkeit dann tatsächlich ist. Das schmeckt an der Stelle, meine Freunde. Dann haben wir hier noch das Alman-Trendwort 2018. Ehrenmann, Bruder muss los, Digger, stabil, Diesel, Ehre, mach kein Auge, 31er, Lauch und Uff. Beginnen wir mit der nächsten Kategorie, Most Alman-Video. Das ist einmal Comedy-WhatsApp-Gruppe, das Domtendo 1 Million Abo-Special, Prototyp Deutsch, Thomas Sextape-Version, Patrick Spann, Lukas Pizza, Julian Barms Steuererklärung, der Stalker von Sky Guy und natürlich der Allzeitklassiker Mild ist Gift. Gehen wir weiter mit dem nächsten tatsächlich, meine Freunde. Wir haben hier einmal noch den größten Alman-Content. Nominiert sind in dieser Kategorie Crispy Rob, Sven Sprüchebox, Dana, Pete's Meat, Trimax, Spark of Phoenix, Izzy, Tanzverbot, Paluten, Arazu, Herr Newstam, Firegun, Alblali. Die nächste Kategorie, meine Freunde, ist tatsächlich der Most Alman-Song. Wir haben hier einmal natürlich Skybase, Bruder muss los von Zeddo, Jahresraplit, Fishgang von Arazul, Propa, Old But Gold, Dicke Klippen, die Copacabana, der Tanzi-Track, Lametta von Kelly, Macht die Robbe und peinlicherweise auch mein Jahresraplit. Kommen wir natürlich dann zum Hauptpreis, meine Freunde. Die goldene Sandale wird verliehen für den größten Alman des Jahres. Ja, das ist der Alman of the Year Award quasi, den es hier einmal zu gewinnen gibt. Hier die goldene Sandale, meine Freunde, ihr seht's. Extrem, extrem hochwertig. Gefertigt aus 24 Karat Gold tatsächlich. Nicht überzogen oder besprüht, sondern das ist wirklich eine echte Goldsandale. Und da steckt sogar ein echter Menschenfuß drin, den wir jemandem abgeschnitten haben. Gut, Freunde, einfach nur ein hochwertiges Objekt. Ihr seht das hier, das schimmert, Leute, das ist einfach extrem stabil. Ich würde sagen, meine Freunde, wir widmen uns dann auch direkt der ersten Kategorie und begrüßen ganz herzlich, meine Freunde, meinen Gastmoderator S-Cation. Einen wunderschönen guten Abend, Tobi. Servus, Leute. Herzlich willkommen bei der Alman Awards 2019. Und ja, ich bin der Moderator für euch. Und ja, ich bin gezwungen worden, Leute. Tobi, wir haben darüber gesprochen. Du bist tatsächlich hier, weil du das freiwillig machst. Freunde, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Kategorie. Ich begebe mich gleich mal aus dem Studio quasi nach draußen. Die erste Kategorie ist natürlich an dieser Stelle, meine Freunde. Wie könnte es einer sein? Most Alman Look 2018. Wir gehen ganz kurz ins Intro und sehen uns dann sofort gleich nach einer kurzen Werbeunterblendung. Wir sehen uns gleich wieder. Herzlich willkommen. Ihr seht hier unten quasi schon hier unten rechts das Almanometer, welches quasi ausgibt, wann dann tatsächlich etwas zu sehr Alman ist. Jetzt heißt nämlich
Ihr dürft mit abstimmen, meine Freunde. Hier ist einmal der Link zur Straw Poll. Ich möchte jetzt von euch wissen, wer hat den Most Alman Look 2018 gerockt, meine Freunde. Und wir sehen auch hier schon auf jeden Fall, für die Kategorie können wir im Almanometer definitiv schon mal ein bisschen höher gehen. Ihr seht schon, meine Freunde, die Wurst ist fast schon beim Mittel angekommen. Das heißt auf jeden Fall einiges. Und wir sehen uns dann gleich nach einer ganz kurzen Pause wieder, wenn wir dann die ersten Gewinner der jährlichen Alman Awards hier live verkünden. Tobi? Ja. Ich sollte aufhören zu koksen vor der... Bis gleich, meine Freunde. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und jetzt Ruhe! Momentan vorne liegen tue tatsächlich ich gerade in der Abstimmung. Das ist natürlich jetzt an der Stelle hier ein bisschen... Also, Tobi, ich liege hier gerade mit 12% vorne. Dann sehen wir uns jetzt sofort bei der Preisverleihung wieder. Gut, kein Bock auf das Intro, meine Freunde. Jetzt muss ich mir selber hier einen Preis verleihen. Ja, an der Stelle natürlich erstmal ein großes Dankeschön an alle meine Unterstützer und alle Menschen, die hier tatsächlich für mich hier das erste Mal abgestimmt haben. Ein riesiges Dankeschön. Ich hätte niemals mit der goldenen Sandale hier auch direkt im ersten Jahr in der ersten Kategorie gerechnet. Das ist wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch wirklich stolz drauf, ja. Jetzt gehen wir nämlich tatsächlich ans Eingemachte, meine Freunde. Und zwar kommen wir jetzt zu einer Abstimmung, die mir auch sehr am Herzen liegt. Und zwar Sprachkultur und Rhetorik. Zwei Dinge, die mich immer mein Leben lang begleitet haben, weil ich ein absoluter Spacki bin, was Regen angeht. Leute, und da haben wir natürlich wieder einige Nominierten dabei. Wir haben hier natürlich einmal den guten alten Ehrenmann, dann die Redewendung Bruder muss los, eine Geschichte, die schon immer sehr polarisierend gewesen ist mit dem gleichnamigen Meme, welches einen Mann auf einem Pedalo darstellt. Das Wort Digger, welches von Standardskill und Montana Black inflationär bis zur Unverkenntlichkeit missbraucht worden ist. Das Wort stabil, welches ich tatsächlich seit Jahren nicht mehr gehört habe, irgendein Zuschauer hat es in den Chat geschrieben, deshalb dachte ich, müssen wir das machen. Das Wort Ehre, ein Wort, welches Montana Black ebenfalls deutlich geprägt hat. Die Redewendung macht kein Auge, meine Freunde. Eine Sache, die auf jeden Fall auch extrem polarisiert hat. Das Wort oder die Redewendung 31er und natürlich kann man es nicht vergessen, das Wort Lauch sowie auch das Wort Uff. Beides Worte, die seit neuestem tatsächlich im Sprachgebrauch immer mehr verankert werden. Wir gehen jetzt direkt rüber zur nächsten Abstimmung nach einem ganz kurzen Break. Und gehen jetzt hier mal ganz kurz in die nächste Abstimmung hinein. Tobi, was ist denn für dich eines dieser Wörter, wo du sagen würdest, das ist das Alman-Trendwort 2018 gewesen? Stabil benutze ich in letzter Zeit, warum auch immer, tatsächlich wieder. Ehrenmann ist auf jeden Fall ein sehr, sehr deutsches Wort, was man schon sieht, ist sehr ein Spitzenreiter hier. Die Votes schießen aber auch bei Bruder muss los hoch. Lauch ist auch ein starkes Wort. Ich glaube, das machen die, um dich zu nerven. Jetzt nichts gegen dich persönlich. Nein. Aber ich glaube, die glauben, dass du ein Lauch bist. Leute, stimmt für Lauch. Also, Tobi, hör auf jetzt. Hier das ist Verfälschung. Tobi, die Votes, das Voting ist unantastbar. Bruder muss los. An der Stelle, du bist der Gewinner. Oder ich weiß nicht. Ja. Genau. Stark. Du bist der Gewinner. Die goldene Sandale geht dann an der Stelle hier an dich. Bruder muss los. Die darfst du dir dann gerne mit nach Hause nehmen. Wir sehen uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung wieder. Ich bin geisteskrank. So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt hier im Reaction-Raum. Das Most Alman Video 2019. Wir haben mehrere starke Kandidaten. Unter anderem kommt in die WhatsApp-Gruppe natürlich das Domtendo 1 Million Abonnenten-Special. Das Video Prototyp Deutsch, meine Freunde. Eine Sache, die definitiv sehr polarisiert hat im letzten Jahr. Die auf jeden Fall extrem, extrem steil gegangen ist. Natürlich, wie könnte es anders sein, die Parodie meines Cutters Thomas von Sextape. Extrem schwierig auf jeden Fall. Petrits Fake-Bun, meine Freunde, eine Sache, die auf jeden Fall auch extrem, extrem polarisiert hat, extrem durch die Decke gegangen ist. Sehr, sehr, sehr viel medialen Anklang gefunden hat an der Stelle natürlich. Videos zu Lukas Pizza, Julian Bams Steuererklärung, meine Freunde, ja. Und natürlich Milch ist Gift, meine Freunde. Gehen aber jetzt, bevor wir jetzt anfangen, erstmal hin und schauen uns erstmal ganz kurz die Nominierten an. Beginnen wir doch mit dem ersten Video, meine Freunde. Porsche Panamera, der Hammer. 15.000 Euro im Monat. Danke, Mann. Die Gruppe ist das Geilste. Porsche Cayman S, Jungs. Jawohl, ja! Geil, Mann. Geil, 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 geil. Das ist das Beste, was du machen kannst. Alles bei WhatsApp. Glaubt mir, Leute,
Trading hat mein Leben verändert. Ja, das ist der erste Nominierte im Most Allman Video of the Year, meine Freunde. Gehen wir doch einfach weiter und schauen uns mal das Domtendo 1 Million Abonnenten Special an, meine Freunde. 2018 war es endlich soweit. Als 143. Kanal in YouTube Deutschland knackten wir die 1 Million Abonnenten. Nach 8,5 Jahren YouTube. So, ich habe dann jetzt direkt schon mal das Allmanometer auf Endlevel gesetzt. Joke, Joke. Ihr entscheidet das. Ich habe damit nichts zu tun. Viel interessanter ist der Inhalt. Achso, oh, das ist ja auch noch ein Karton. Ich glaube, wir haben genug von Domtendo sehen können. Wir schauen uns jetzt das nächste Video an, und zwar Prototyp Deutsch, meine Freunde, ja? Der Prototyp Deutsch. Er trägt weiße Socken, Hausschuhe und seine Hose so weit hochgezogen, dass sie fast seinen Hinterkopf berührt. Genau das. Er ist ein mieser Hector und er läuft so, als ob er aus Holz besteht. Also, da muss ich dir zustimmen, das ist so. Hände über Kreuz und auf die Uhr gucken ist das Hauptmerkmal eines Prototyp-Deutschen. Aber dann gibt es auch den Deutschen, der denkt, er wäre ein Kanake, obwohl er gar kein Kanake ist und versucht so zu reden. Uwe, Habibi, sag mal, wie geht's dir? Ich würde mich genau in diese Kategorie einordnen, deshalb gehen wir hier doch direkt mal auf die 3 hoch, meine Freunde, oder auf die 4. Da ist auf jeden Fall das Einmal-Level schon mal extrem gestiegen. Siegte Land an einem Makoidum war das mit Henriette geil, sag dir, weißt du? Ah, Tamlech, Oros Buchuchu, du kleiner Peach. Gehen wir doch weiter und schauen uns direkt mal Thomas Sextape-Parodie an, meine Freunde. War auch tatsächlich nominiert für den Most Allman Song of the Year, meine Freunde. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Du, dass du verlangst, ey, ey. Bin jetzt an der Stelle schon mal bei 7. Rein prinzipiell sollte die Bockwurst sogar dieses gottverdammte Ding durchschlagen, Alter. So deutsch ist das. Und ich zeige dir, wie man es macht. Willst du, dass du verreckst, ey, ey. Will, dass du es checkst, Babe. Ist das, was Autos aufhält. Gib ein fettes Bußgeld, ey, ey. Und ich zeige es dir, damit's nicht kracht. Bam, bam, bam. Ich weiß, du hältst mich für eine Pussy Pussy. Acht nur auf Sicherheit, du Tussi Tussi. Haben wir genug, oder? Das reicht an der Stelle schon. Mehr brauchen wir auch von Thomas gar nicht zu sehen. Das ist extrem Allmann geworden. Das ist extrem deutsch gewesen. Ich würde fast schon sagen, wir gucken uns ganz kurz Petrits Bann an. Ich weiß es nicht, das von Thomas, das, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Petrits Bann-Videos sind offline. Dann gehen wir einfach direkt weiter zur Luca Pizza 2, meine Freunde. Hallo Luca, meine Damen und Herren, ihr seht es bereits im Titel eingeblendet. Es geht heute um die Luca Pizza 2. Hast du sie schon gegessen, David? Nee, noch nicht. Ja, hast einiges falsch gemacht. Die Pizza ist ja auch eigentlich noch gar nicht draußen. An der Stelle hier, Luca, ich nehme an, dass du eine Erklärung dafür hast, warum du so viel Alkohol zu Hause hast. 9 wegen Aussehen. Ich würde auch fast schon sagen, also wir nehmen natürlich jetzt hier fairnesshalber das Allmanometer, machen wir mal auf 2, stellen wir es einfach mal ein. Das passt an der Stelle schon. Dass die Pizza jetzt schon 2 Tage vor dem eigentlichen Release in den Supermärkten liegt, kann einfach daran liegen, dass bestimmte Rewe-Märkte, die wir früher bestellt haben, früher bekommen. Luca, wieso erklärst du das? Das ist doch scheißegal, du Affe. Was macht die Luca-Pizza so besonders und unterscheidet sie von anderen Tiefkühlpizzen? Meine Damen und Herren, die Luca-Pizza, sie liegt gerade vor mir, ist schwarz! Es juckt mich absolut nicht. Es juckt mich absolut nicht. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Kandidaten. Nehmen wir Julian Bams Steuererklärung, meine Freunde, ja? Bitte schön. Das ist ein eher untypisches Julian Bam Video, aber es liegen mir so viele Dinge auf dem Herzen, die ich gerne mal mit euch teilen möchte. Gut, lass uns direkt zur Rechnung gehen, denn das ist ja eigentlich der interessante Teil, meine Freunde. Euro. Und das waren nicht mal alle Ausgaben. David schreibt es gerade, aber ein Allmann kann doch rechnen. Und genau das ist es. Und Ju kann nicht rechnen. Denn die fangen jetzt erst richtig an. Mein Team habe ich nun bezahlt, aber was ist mit den Videos, die Woche für Woche auf diesem Kanal erscheinen? Ein Video kostet zwischen 1.000 bis 10.000 Euro, wenn es mal so ein Special-Video ist. Gehen wir von einem Durchschnitt von 2.500 Euro aus. Kostüme, Requisiten, Locations, Autos und Equipment, was ich selber nicht habe und deswegen auch leihen muss. Reisekosten oder Taxifahrten, weil ich selber kein Auto habe. Teilweise sogar extra Software oder extra Programme. Und somit haben wir also Produktionskosten von 2.500 Euro pro Video. Auch eine Sache, die ihr alle schon oft genug gesehen habt, wahrscheinlich dieses Video, meine Freunde. Wir gehen direkt weiter zum Sky Guy Hater, wie heißt der? Sky Guy Stalker, glaube ich, ne? Stalker ist es, glaube ich. Der Hater zündet eine Feuerbombe, es reicht. Genau, das ist, glaube ich, ein Video, was wir uns gemeinsam mal reinziehen sollten. Alter, es klingelt schon wieder die ganze Zeit. Dessa, warte. Dessa. Was hat er da?
Was ist das? Was macht er da? Was ist das? Stopp. Nein. Das macht er jetzt aber nicht, oder? Stopp. Komm her. Was ist? Komm, macht er da? Nochmal? Ja, das bringt er gar nicht. Der hat das so angezündet gerade. Hatte das alles an? Was ist das für ein gottverdammter Gedankenmüll? Oh, fuck, Alter. Der zündet jetzt nicht diese paar Stopp. Was hat er denn in der Hand? Ich gehe da nicht hin. Was macht er da? Was? Nein. Hä? Was macht er da? Was war das? Was war das? Junge, was soll das? Was macht er denn? Da drin? Ich gehe nicht runter. Ich gehe nicht. Das sieht aus wie Öl oder so. Was macht er da? Was tut er denn da? Das darf er ja gar nicht. Kann niemand die Polizei rufen schnell? Stopp. Was macht er da für eine Scheiße? Was machst du da, Junge? Hat er gerade eine Rolex an, Alter? Er hat eine Rolex! Lass mal runter! Hat sich gerade direkt in die Hecke geworfen! Das Almanometer wird immer größer, Alter. Das wird immer größer. Ey, ich hab noch nie in meinem Leben so etwas gesehen, Leute. Alter, was ist das? Ein brennendes Stück Pappe, du unglaublich dämlicher Gartengerätarbeit. Hier ist alles voll. Also jetzt ist vorbei. Jetzt müssen wir die Polizei rufen. Das ist viel zu krass. Kommt ja auch keiner auf die Idee, das mal zu löschen, oder? Tja, jetzt müssen wir die Polizei rufen. Die haben einfach Adiletten an. Zu weit. Hier brennt's auch immer noch. Ey Leute, wirklich, so sieht doch der Prototyp Alman einfach aus. Warte, Moment, ich muss genau diesen Moment anfangen. Genau das. So. Ich habe mir die Sachen davon noch nie angeguckt. Und ich bin froh, dass ich es mir bis zum heutigen Tag aufgespart habe, Alter. Wir haben auf jeden Fall den nächsten Kandidaten ausreichend vorstellen können. Das war der Sky Guy Hater. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was Milch ist. Gibt es, meine Freunde. Heute geht es um das Thema Milch, Milchprodukte und das Kanada. Ihre Ernährungspyramide umstrukturiert und sehr wahrscheinlich... Ihr kennt alle das Video, Milch, es gibt, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf einzugehen, meine Freunde. Ich gehe jetzt ganz kurz rüber ins Studio und dann machen wir die nächste Abstimmung. Bis gleich. So, meine Freunde, willkommen jetzt hier drüben in der Reaction Corner. Und wir sehen jetzt hier auf jeden Fall gerade ein starkes Kopf-an-Kopf-Rängen zwischen Thomas und der WhatsApp-Gruppe. Aber, meine Freunde, wir haben jetzt hier schon ganze 17%. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall gerade, dass ich tatsächlich an der Stelle jetzt einfach mal Sky Guy vergessen habe in der Abstimmung, meine Freunde. Ganz kurz mal Mucke aus an der Stelle. Wir wissen alle ganz genau, dass Sky Guy eigentlich gewonnen hat. Aber Sky Guy kommt nochmal wieder, keine Sorge. Wir haben, glaube ich, einen Gewinner gewonnen als Most Alman YouTube-Video. Hat dieses Jahr Thomas. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Du darfst dir dann demnächst die goldene Sandale inklusive einer Kündigung bei mir höchstpersönlich abholen. Extrem schön, Thomas. Freut mich, dass du bis dato für mich gearbeitet hast. Wir gehen direkt weiter zur nächsten Kategorie, meine Freunde. Und zwar der Most Alman Content of the Year, meine Freunde. Wir haben natürlich wieder starke Kandidaten. Wir haben unter anderem die guten Trimax mit dabei. Pete's Meat ist mit am Start. Natürlich auch der gute Junge. Dena ist mit dabei. Spark of Phoenix auf jeden Fall. Tanzverbot auf jeden Fall auch mit am Start, meine Freunde. Wir müssen jetzt gar nicht jeden einzelnen Kandidaten hier durchschauen. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an und gehen hin und schauen uns die nächste Poll an nach einer kurzen Überleitung. Wir sind jetzt hier gerade im Results-Ranking und sehen hier tatsächlich, alle anderen Kandidaten kennt ihr ja bereits. Ja, ich muss euch nicht erklären, wer Paluten oder Tanzverbot oder Dena ist, meine Freunde. An der Stelle Paluten ganz weit vorne mit 15%. 140 Stimmen holt der junge Mann hier gerade nach Hause, meine Freunde. Paluten versus Tanzverbot. Wer holt jetzt das Rennen hier nach Hause, meine Freunde? Es scheint so, als hätten wir einen Sieger in der Kategorie. Meine Freunde.
Freunde, es ist der gute Paluten. Paluten, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Sandale. Du hast den größten Allmann-Content in diesen betroffenen Jahren gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Das hast du dir wirklich verdient, mein Freund. Die goldene Sandale in der Kategorie Most Allmann-Content geht an dich an der Stelle. Und wir kommen direkt zur nächsten Kategorie, Freunde. Jetzt wird es spannend. Das Thema Musik. Eine Sache, die auf jeden Fall für alle hier immer wieder eine Menge Gefühle mit sich bringt. Wir haben heute den Most Allmann-Song, meine Freunde. Und da muss ich auf jeden Fall einige Kandidaten wieder mal zeigen. Zu viert in einem Clio. Bruder muss los. Pärchen sitzt im Kino. Bruder muss los. Couple goes auf Insta. Bruder muss los. Sie will den Ring am Finger. Bruder muss los. Los, los. Bruder muss los. Gut, ich würde sagen, das ist dann Bruder muss los. Wir schauen mal ganz kurz Arazuls Fischgang an. Frische Fische auf dem Tisch, das finde ich nice, yeah. Mr. Iglo Man ist eigentlich ein Eisbär. Kommst du um die Ecke, siehst du gleich mich. Gehörst du nicht dazu, ist das ziemlich peinlich. Was willst du machen, Mann, ich weiß nicht. Komm doch mal vorbei, nice Fisch. Komm zur Ecke rein und ich zeig dir meinen Flow, yo. Denn ich chill an dir vorbei und zeig dir meinen Po-Po. Rapper würden sagen, dieser Text ist stumpf. Jeder Rahmen, alle Zeit. Gut, ich weiß nicht, was, also... Machen wir doch einfach weiter mit dicke Klippen, meine Freunde. Mit meinem Swag hab ich bei Klippen ein leichtes Spiel. Wenn ich sag, ich möchte gern lecken, meine ich das Eis am Nil? Ich hab dicke Klippen, dicke Klippen. Ich hab dicke Klippen und sie stehen einfach so herum, lol. Ich hab dicke Klippen, ich hab dicke Klippen, ah. Ich hab dicke Klippen und sie... Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ich hab dicke Klippen, ich hab... Wir gehen nochmal ganz kurz auf Lisa Lametta ein, meine Freunde. Das ist mir scheißegal, denn ich will jetzt knallen. Und es knallt wie Lametta. Nur wir zwei bei schönem Wetter. Und es knallt wie Lametta. In dieser Nacht kommst du geflogen wie mein Wetter. Und es knallt wie Lametta. Ja! Ich würde sagen, Leute, das Allmann-Level ist hier auf jeden Fall Next Level. Wir machen ganz kurz weiter und schauen uns noch einmal, mach die Robbe an, meine Freunde. Winkel deine Beine an, spann dein Körper wie im Bogen, nimm die Füße in die Hand. Was? Auf den Boden. Und jetzt deine Beine, wohin? In die Hand. Und dann? Und dann? Mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe. Ich weiß, dass du das kannst. Gut, Leute. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier zurück in der Anzeige, wo wir quasi sehen können, wer das Ding jetzt hier mit nach Hause holt. Lisa Lametta aka Kelly, Mrs. Vlog hier mit 24% vorne, Julian Bam auf dem zweiten Platz mit 16%. Darunter kommen dicke Klippe von Hey Moritz, Skybase von Standardskill, Fischgang von Arazul, Tanzverbot mit seinem Freestyle auf Platz Nummer und 5. Jahresreplik von Revi ist relativ weit unten zum Glück, meine Freunde. Es sieht so aus, als würde die gute Kelly Mrs. Vlog tatsächlich jetzt hier die goldene Sandale mit nach Hause nehmen dürfen. Meine Freunde, und dann kommen wir auch gleich schon zur Endkategorie, zur großen Kategorie, meine Freunde, quasi. Und zwar die goldene Sandale für den Allmann of the Year, meine Freunde. Und das ist eine Sache, da dürfen wir gespannt bleiben. Der Allmann of the Year, der Allmann Award, meine Freunde, im Zeichen der goldenen Sandale. Kein Preis wie die goldene Sandale mag so viel kulturelle Wissen, so viel kulturellen Scheiße, ich hab's voll verkackt. Egal, wir setzen einfach wieder an. So viel kulturelle Aussagekraft zu haben. Kein Preis der Welt ist so unglaublich renommiert und gefragt. Kein Preis ist so unglaublich verfickt. Scheiße, ist die Mucke laut. Kein Preis der Welt ist so unglaublich schön. Nominiert sind Jay von Pietsmeet, Re Winzeit, Trimax, Peter Smits, Brammen, Evive, G-Time, Dena, Oscar, Domtendo, Herr Newstime, Paluten und Hand of Blood, meine Freunde. Und wir haben nun heute Abend die Ehre und entscheiden darüber, wer ihn bekommt. Es wird sich jetzt entscheiden, wer die goldene Sandale 2019 mit nach Hause nimmt. Der Allmann of the Year Awards. Kein Preis wie jeder andere. Kein Preis, der einfach zu handeln ist, meine Freunde. Ich bin gespannt, wer hier das Ding mit nach Hause nimmt. Und
Verfickte Scheiße, Mann, Alter. Warum? Ich will's nicht gewinnen, ihr Affen, Alter. Votet für wen anders, Mann. Entschuldigung. Wir ziehen das Almanometer doppelt so groß. Wir setzen das Almanometer auf meinen Kopf drauf. Denn jetzt, meine Freunde, entscheidet sich wirklich, wer bringt... Wer nimmt diesen Ehrenpreis wirklich mit nach Hause? Ich glaube, wissen alle, wie es ausgeht. Ich scroll jetzt einfach nach oben und ich habe schon wieder gewonnen. Ganz ehrlich, Alter, wen wollt ihr eigentlich hier verarschen? Ich nehme natürlich diesen Preis liebend gerne an, meine Freunde. Meine Freunde, ich bin euch unglaublich dankbar dafür, dass wir heute hier die goldene Sandale so durchziehen konnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei gewesen seid. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wir sehen uns dann Dienstag wieder, wenn ich wieder live bin. Ich küsse eure Augen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.